Jo Leute, was geht und willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich glaube, auf dieses Video haben sehr, sehr viele Leute drauf gewartet. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr einen originalen Song, einen originalen Track remixen könnt. Also das Ganze natürlich wieder in FL Studio. Und zwar habe ich vor circa 2-3 Monaten schon mal so ein Video hochgeladen. Da habe ich aber nur erklärt, wie man aus einer A Cappella einen Remix erstellen könnt. Aber es gibt auch die Funktion, einen originalen Song, einen originalen Track zu remixen. Was ihr dafür benötigt oder was ihr beachten müsst, das zeige ich euch heute. So, bevor wir jetzt aber in FL Studio gehen, braucht ihr folgendes Plugin bzw. VST. Und zwar geht ihr auf Google und gibt einfach mal Kickstart VST ein. So, dann klickt ihr gleich auf den ersten Link, kommt ihr auf die Seite von Nicky Romero, der hat dieses Plugin rausgebracht. Und dieses Plugin kostet 10 Euro und dieses Plugin ist auch bei mir in jedem Remix vorhanden. Ihr könnt auch hier mal die kostenlose Testversion runterladen, um mal ein bisschen reinzuschnuppern. Aber ich glaube, für 10 Euro so ein fett geiles Plugin zu bekommen, ist halt schon richtig nice. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt in FL Studio. Ich stecke mir mal die Stöpsel ins Ohr. Apropos, was sagt ihr zu meinem neuen Hoodie? Den habe ich mir heute für 20 Euro gekauft. Ich glaube, der ist richtig sick. So, ab in FL Studio, los geht's. Ihr seht schon, ich habe hier oben, das bitte noch nicht beachten, ich mute das Ganze auch jetzt nochmal. Ich habe hier oben einen Song reingeladen. Ich spiele euch den mal kurz ab. Ich wusste nicht, was mir gefehlt hat, bis du alles verdreht hast. Genau, also der Song ist von Lea, Immer wenn wir uns sehen. Mega geiler deutscher Song. Und ihr merkt schon, also die, wo den Track kennen, dass der schneller ist als das Originale. Ist ja klar, ich habe den wieder auf 128 BPM hochgepusht. Und ja, was müsst ihr beachten, was braucht ihr? Wie gesagt, dieses Plugin Kickstart. Es gibt auch andere Möglichkeiten, einen sogenannten Sidechain zu erstellen. Also ihr benötigt einen Sidechain. Und was ein Sidechain ist, das will ich euch halt in diesem Video zeigen. Also ich habe jetzt in diesem originalen Song den Drop gesucht, habe mir den hier auf die 16 geschoben und ich starte jetzt mal kurz den Track auf 14. Ich würde so gern mit dir hängen, aber trau mich nicht zu fragen. Immer wenn wir uns sehen, fängt mein Kopf an zu drehen, das Gefühl, doch ich spüre was anderes. Immer wenn wir uns. Genau, was bringt ein Sidechain, für was ist der da? Ich aktiviere den mal kurz und dann erkläre ich euch, wie das Ganze funktioniert und warum man den braucht. So, jetzt ist er aus. Und jetzt ist er an. Genau, also ich habe den jetzt hier auf die 16 gelegt. Man sieht hier oben den Regler. Ich habe den sozusagen aktiviert. Und der ist dazu da, zum Beispiel in einem originalen Song, wenn jetzt in dem Drop oder im Refrain die Kick kommt, dass die mit diesem Sidechain rausgefiltert wird und ihr eure eigene Kick einbauen könnt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das genau erklären soll, aber ihr werdet es gleich in FL Studio sehen, was ich genau meine. Und wie ihr so einen Automation Clip einfügt, ganz simpel, ihr müsst sozusagen den originalen Song nehmen, weist den einem Channel in eurem Mixer zu. Ich habe den jetzt auf die 5 gelegt, habe hier Kickstart reingeladen, so sieht das Ganze aus. Habe hier gleich den ersten Punch, Free Punch heißt der, aktiviert. Ein Vierteltakt, 100%. Man kann hier auch die Stärke von dem Sidechain, sage ich mal, einstellen. Und ich lasse den immer auf 100. Wie gesagt, der ist bei mir in jedem Remix dabei. Es ist wirklich das geilste Plugin, was man sich für 10 Euro kaufen kann. Also ich denke mal, 10 Euro müsste jeder haben. Und genau, ich habe den jetzt hier reingeladen und hier unten, beziehungsweise wenn ich das jetzt nochmal aufmache, könnt ihr keinen Automation Clip aktivieren. Das bedeutet, ihr müsst hier unten einfach, da wo ihr den Effekt reingeladen habt, auf diesen runden Knopf gehen, Rechtsklick machen und Create Automation Clip aktivieren. Dann sieht das Ganze, Moment, sieht das Ganze so aus. Natürlich sieht es bei euch erst so aus und ihr müsst dann den Automation Clip sagen, wann soll der eingreifen und wann nicht. Und wenn ihr nämlich eure Kick ohne Sidechain drauflegt, hört sich das mega beschissen an. Und ich zeige euch das Ganze jetzt mal, wie sich das bei mir anhört, ohne
ohne Sidechain und zwar so. Also die Kick kann sich nicht komplett entfalten. Und wenn ich jetzt den Sidechain mal anmache, kommt halt, ja, die volle Kraft von der Kick raus. Und es hört sich dann so an. Das heißt, genau da, wo meine Kick startet, wird beim originalen Song die Kick rausgefiltert. Ich hoffe, ihr versteht es einigermaßen, wie ich das meine. Dazu könnt ihr dann natürlich den Bass noch einbauen. Das hört sich dann so an. Genau, es hört sich halt mega geil an und so könnt ihr einen Kick im Bass Remix machen. Machen auch viele Produzenten und ich habe jetzt hier noch so einen kleinen Abfilter eingebaut. Das heißt, ihr braucht sozusagen einen Sidechain, um in den originalen Song die Kick in Anführungsstrichen rauszufiltern. Genau, mit Abfilter hört sich das dann so an. Also ich habe das jetzt in 5 Minuten gemacht und es geht halt mega easy und mega schnell und ihr müsst 10 Euro opfern. Also für 10 Euro müsst ihr oder solltet ihr euch dieses Plugin kaufen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber das ist eigentlich so die einfachste von allen. Ich spiele es jetzt nochmal komplett ab, was ich jetzt hier so zusammengebaut habe. Abfilter. Und jetzt kommt der Sidechain. Und zwar jetzt. Genau, also ich hoffe, ihr habt es einigermaßen verstanden. Nochmal ganz kurz, ihr braucht einen Sidechain, um einen offiziellen oder originalen Track zu remixen. Also Kickstart ist meiner Meinung nach die einfachste Version, beziehungsweise es gibt, glaube ich, auch von FL Studio intern schon was, aber das ist ein bisschen komplizierter. Ich habe es halt mit Sidechain gesehen. Das Lustige ist, ich habe das vor, ich glaube, 5 Tagen auf YouTube gesehen von einem spanischen Produzenten und kein einziges Video war auf Deutsch, wo einer mal Sidechain erklärt hat. Ich habe es zwar jetzt auch nicht perfekt erklärt, aber ihr wisst, glaube ich, was ich damit meine. Ich dachte mir einfach, ich zeige das euch auch in diesem Video. Hoppala, was habe ich jetzt gemacht? Genau, und ganz simpel könnt ihr Kick im Bass damit einbauen. Das wird jetzt auch mein nächster Kick im Bass Remix. Ich habe dieses Video, glaube ich, jetzt zum 4. Mal schon aufgenommen, weil ich immer vergessen habe, eine Bildschirmaufnahme zu aktivieren, beziehungsweise mein Mikrofon zu aktivieren. Ich hoffe, das passt jetzt einigermaßen. Ich werde es ja dann beim Schnitt anschauen. Und wenn ihr noch Fragen haben solltet oder ja, irgendwelche Wünsche habt, beziehungsweise das Plugin, die Seite, die verlinke ich euch unten wieder. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare oder auf Instagram. Genau, in diesem Sinne, Leute, vergesst nicht, Musik zu machen. Bleibt dran, gebt Gas. Ich melde mich jetzt ab. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.